Herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play oder einem neuen Format sozusagen. Mal wegdrücken, Moment. Blablabla, zu laut. Also ich nenne das Format Retro Alarm und da spiele ich dann abwechselnd Retro Spiele für, keine Ahnung, SNES, Game Boy, N64 und so weiter abwechselnd durch. In, naja, Speedrun- und Chaos-Version sozusagen. Ich bin nicht sonderlich gut in solchen Spielen. Und ich habe jetzt angefangen mit Super Mario Land 3 Wario Land, weil ich halt mit diesem Spiel aufgewachsen bin. Ja, recht altertümlich. Und 1993, wie eben auf dem Anfangstitel, also auf dem Titelbildschirm stand. Und ich rate euch, es auf dem Handy anzugucken, weil auf dem Desktop ist das nicht sehr schön. Also, let's go. Rice Beach. Ah ja, ich habe schon eine Welt vorgemacht. Das sollte aber nicht so sein. Machen wir nochmal die erste von vorne. So, also ich habe jetzt schon ein Upgrade. Der Wikinger sozusagen, der kann Gegner zermatschen, Erdbeben verursachen. Und der kann sich auch ganz cool an solchen Sachen festhaken. Kann er da schweben. Und das kann eigentlich fast jeder Wario. Man kann Gegner hochheben. Ich weiß zwar nicht, was das für Gegner sind. Sollen das Goombas sein in der früheren Version? Und man kann diese Blöcke zerstören. Am Anfang ist man so eine Art Indiana Jones Wario, keine Ahnung. Jedenfalls hat man am Anfang so einen Entdeckerhut und so ein Zeug auf. Was sehr Indiana Jones mäßig ist. Hallo, kommst du mal wieder? Ah, da. So. Ja. Und als normaler, also als dieser Entdecker-Wario, kann man sich nur. Braucht man zweimal so einen. Keine Ahnung, Rambock oder Kopfstoß. Keine Ahnung, wie man es nennen will. Um einen Block kaputt zu machen. Und als dieser Wikinger-Wario braucht man nur einen. Und hier. Alle Gegner auf dem Spielfeld. Hä? Was war das denn? Ah, gehen wir hier mal runter. Just for fun. Hui. So. Was gibt's hier? Was ist das? Oh, nur eine Münze. Nach und nach werde ich euch dann die verschiedenen Power-Ups zeigen. Aber. Nein! So sieht der kleine Wario aus. Das Baby. Ah, da komme ich ja nicht runter. Nein! Wow. Das war knapp. Also. So. Also, das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Immerhin kann man hier in diese Pflanzen. Eigentlich kann man den verfüttern. Danke. Ja. Also das Spiel ist für ein Game Boy, nicht für ein Game Boy Color rausgekommen, falls ihr euch wundert, warum das so grau ist. Ach ja, als Baby braucht man auch zwei. Hier, der Indiana Jones oder so, keine Ahnung. Safari Wario. Und der kann nicht wie Stampfattack. Oh, mal schnell exekutiert. Was kann man da? Was kann man da machen? Gibt's da Kekse oder so für mich? Wow. überlegen wir uns das nochmal. Ja. Nach das Geräusch. Wenn man die wegkickt. Einfach himmlisch. Nostalgie wert. Jo. Ach ja, kommt gleich ein fettes Huhn. Also des Rechts da sind jetzt so diese Türen, die dich am Anfang wegbringen, also die Endtore sozusagen. Hier sind zwei Minispiele, die man machen kann. Ich zeige euch jetzt mal das zweite, das finde ich nämlich besser.
da gibt es dann verschiedene, aber C-Kurs können wir uns nur leisten. Bomben. Und man muss versuchen, diese Goombas oder was das sind. Ah, nee, da war nichts. Hier unten muss man halt gucken, dass die Power relativ voll ist. Was eben gerade nicht der Fall war. Ah, jetzt. Ja, ja, geht doch. Und dann muss man halt versuchen, so viele Goombas, keine Ahnung, Kastanien so wie möglich abzuknallen. Und dafür kriegt man dann Herzen und wenn man genug hat, ein Leben. Yay. Früher fand ich das voll schwierig, da habe ich nicht verstanden, dass man die Poweranzeige auch möglichst aufladen sollte. Yeah. Viermal. So. 7 Leben. Jo. So, schon 50 Münzen. Ja, jetzt kommen wir hier hin. Ins zweite Level. Kurs Nummer 2. Ja. Gleich kommen auch die verschiedenen. Ah, ich war das noch gar nicht. Gleich kommen die verschiedenen Power-Ups nochmal ein paar. Nein! Jetzt. So, hier gehen wir mal rein. Ah, hier. Das ist der Gaza, sozusagen der Deutsche. Der vergast alle Gegner und hier boing. Hier gibt's jetzt was Cooles. Da kann man einfach so einen Agenten-Move machen. Ha. Habe ich das Monster da oben fertig gemacht. Oh, das habe ich noch nie geschafft. Das ging jetzt schnell. Okay. Was haben wir da? Ach, wieder Wikinger. Hier kann man zwischendurch das den Speicher, also speichern, indem man nach oben und B drückt. Dann kriegt man so eine Münze und die kostet 10 Münzen. Die braucht man auch fürs Tor am Ende. Aber ich brauche das nicht. Ich bin erfahren. Upp. Jetzt möchte ich hier zurücklaufen. Moment. Hier die Sprühdose zu holen? Nein. Das ist nur eine Zwischenlösung. 3. Rasen wir hier mal alles ab. Müssen wir noch eins runtergehen. Juhu. Hallo. So. Dauert etwas lange, aber da, den wollte ich. Habe ich mir extra zum Schluss aufgehoben. Ui, und mit dem kann man nämlich hier... eigentlich, Moment. Ah, hier. Kommt man zum Geheimgang. Relativ Geheimgang. Ui. Nein! Gut. Nein! Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Nö. Ach ja, das sind sozusagen die Wumps oder so. Hallo? Ah. Oh, das war kein... So. Nein! Super. Ui, das war wieder mal knapp. Nein! Nein, der fallen wir. Seht ihr, ich habe gesagt Noob. Also müssen wir nochmal machen, das Level. Normal schaffe ich die Level aber ganz gechillt, wenn ich mal so einen Speedrun mache. Aber beim Labern bin ich dabei nicht so gut. Obwohl ich hier auch schon ein ganz schönes Tempo gerade drauf habe beim Quatschen, weil ich gerade übers Spiel quatsche. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Ich hole mir einfach wieder mal das Fliegedingsbums. So. Der Rest kann bleiben, wo er ist. Hallo, wieso will ich nicht wegwerfen? So. Da sind wir wieder. Hm. Nein, stirb nicht. Danke. Nein! Thank you.
So. Das war jetzt eine Art Speedrun. Jetzt müssen wir höher fliegen. Und hier auch nochmal. Und hier dasselbe. Dann kriegt man hier ein paar Herzchen. Und kann man hier weiterfliegen. Hui. Und perfekt an der Tür gelandet. Oh. Ich weiß nicht, was das ist. Was soll das darstellen? Eine Ente? Ja, wahrscheinlich eine Ente. So, hier, das sind halt die Endtore. Oh, die gehen nicht auf. Muss man wohl hoch? Nee, wir haben nur 9 Münzen. Fuck. Man braucht ja 10 Münzen. Was ich euch gerade erklärt habe, habe ich vergessen. Yay. Ich habe Angst. Ich brauche Münzen. Nein! Okay. Nehmen wir den. Nein! Okay, das war jetzt unnötig. Okay, das reicht. Ah, dann kann ich euch gleich zeigen, was passiert, wenn man als Kleiner ins Ziel kommt. Hoffentlich ist das Entending nicht schon wieder da. Ja. So. Upp. Und? Man wird groß. Ja. So, mit 2 Münzen kann ich natürlich nicht das zweite Minispiel machen, also müssen wir das erste machen. Und das ist halt so ein Glücksgewinn, so ein Glücksspiel. Du verdoppelst halt, wenn du den Eimer mit dem Geldsack drin findest, verdoppelst du dein Geld. Und wenn du den mit dem Gewicht ziehst, halbiert es sich. So, jetzt wird es verdoppelt. Somit kann man das 8-fache seines normalen Geldes erspielen. Wenn man Glück hat. Und? Yay! Da. So habe ich das 8-fache von meinem normalen gekriegt. So. Kurs Nummer 3. Oh Mist. Also die Schnecken da sind ganz schön fies, weil wenn man sie von vorne oder von der Seite trifft, machen sie die Aua. Das tut dann ganz toll weh, ja. Yay. Aber mit so einem Gasding ist das natürlich kein Problem. Ja, man muss nur weit genug springen. Hier ist irgendwo... Hier, wo kann man wohl runterfallen? Hier nicht. Oh, doch nicht da, wo es runtergeht. Hier kommt auch, glaube ich, gleich ein Seemann. Ja. Da war einer. Na, nehmen wir uns mal wieder einen Wikinger. Das ist der klassische... Finde ich. Passt am besten zu Wario. So ein Rambock. Fliegen passt nicht so zu Wario vom Gewicht her. Und so ein Gas-Wario ist irgendwie zu taktisch für ihn. Da passt ja nur dieser Baraba. Nein! Wow. Gucken wir hier nochmal. Nee, darunter braucht man nicht. Aber hier oben war noch ein Herz versteckt. Ah ja. Oh nee, das ist gemein. Nein! So. Dieses Wasser drückt einen nämlich noch unter und da hinten ist noch ein Geheimgang, aber dafür braucht man dann diesen Flug-Vario. Yay! Okay, jetzt können wir uns das leisten. Nochmal einen C-Kurs. Sonst haben wir keine Münzen für danach. Okay. Ah, da müssen wir früher werfen. Nein! Oh, das war knapp.
Hui. Wir werden jetzt so Bomberman. Nein. Hab ich gedacht, da kommt ein Text zum Wegdrücken. Naja. Schon wieder nicht alles. So wie im Ergebnis im ersten Level. Yay. Wenigstens 4. Wie in der Runde. In der ersten. Nachtlevel. Leben. Level. Nachtlevel. So. Oh nein, das Level ist mies. Das Level ist mies. Was habe ich für einen? Ah, ich habe den, Gott sei Dank. Da verfolgt mich nämlich so ein Ding. Und ich muss meinen Weg frei smashen. Und da muss ich halt schnell sein. Naja, so schnell muss ich eigentlich nur auch wieder nicht sein. Aber... Ach ja, und ich spiele das Ganze mit dem Controller. Deshalb könnte es sein, dass ich zwischendurch mal leise bin, weil ich dann zu weit weggehe. Und weil ich auf dem Boden sitze, weil wir umgezogen sind. Jetzt warten wir auf das Vieh. Also es ist unbequem. Deshalb werde ich auch nicht so lange Sessions machen. So. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt aufnehme. Es bringt zwar nur etwas, wenn ihr es hört dann. Also wenn ich es aufgenommen habe. Das sieht scheiße aus. So hochauflösend. Boah. So richtig bäh. Ach, das waren fliegende Viecher. Nur zur Info. Falls ihr nicht seht, dass die fliegen. So. Ich habe noch ein paar Münzen gesammelt. Bringt das was in den Main? So. Ah, und hier ist noch eins. Da holt man sich wieder so einen Sack, damit man zum Mario, zum richtigen Wario wird. Oh, das war knapp. Das wird immer noch nicht knapp, aber... Scheiß drauf. So. Und da, wenn man weiter auf dem Block hier drauf schwebt, stirbt man da oben in dem... in den Zähnen oder was das sein soll. Ah, hier kann man noch 10 Münzen rauskriegen. Wenn man einfach einen wehrlosen Gumba-Kastanie da reinschmeißt. Danke. Oh, schon offen. Hat sich gelohnt. 56 Münzen. Sollten wir ein Minispiel machen? Ach komm, wir versuchen das Glück. Oh. 100. Okay, ich fordere mein Glück nicht noch weiter heraus. Ich gehe einfach. So. Nochmal hätte ich gerade nicht Glück gehabt. Bei meinem Glück. Hm. Oh Gott, diese Wortwitze. Was zwar kein Wortwitz war, aber... Shit happened. Oh, und das ist das Boss-Level aus der ersten Welt. Zone. Ah. Ja, ich nick mal. Ich nick auch mal. Wenn du nickst, nick ich auch. Nein! Danke. Oh, super. So. Ich darf mich nur nicht von dem Vieh treffen lassen. Holen wir uns mal die 10 Münzen. Oh, hier sind noch mehr Münzen. Holen wir uns noch mal 10 Münzen. Ja, wo sind sie? Ach, so hab ich. Gut. Oh nee, der ist gemein. Na, doch nicht so gemein. Natürlich. Ach ja, der kommt so. Immerhin kann man hier im Gegensatz zu Super Mario Land 2 im Kriechen laufen. Ich finde die Musik immer noch geil von Mario Land. Nein! Oh, sterb.
Ah, da haben wir noch mal Wario. Ein Wario-Wikinger-Helm. Aber hier kann man sich noch ein paar... da oben drei Herzen, glaube ich, holen. Ich glaube, es waren drei Herzen. Wenn man den Block umlegt... umlegt. Ich hätte umlegt gesagt. Oh Gott. Kommt jetzt schon der Endgegner? Ja, Mist. Ich hasse den Endgegner. Der bewegt sich laut mir zu schnell. Da soll eine Kastanienschildkröte sein, glaube ich. Nein, seht ihr, was ich meine? Okay, ich glaube, den verkacken wir. Was? Bitte? Ich habe nichts gehört. Okay, nochmal. Mein Fuß schläft langsam ein, weil ich hier rumknie. Ja, finde ich auch. Kann ich dich durch die Wand glitschen? Nee, oh, ich kann dich nur gegen die Wand schmettern. Hat nicht so ganz den Spaßfaktor. Als ob man ihn wirklich dagegen schmettern würde. So. Nein! Und den Dorn ins Auge. Also das grenzt jetzt wirklich nur an Dummheit, was ich hier mache. Schlau wäre, wenn ich das Play beenden würde. Hast du es wirklich schon gleich ein Part aufgenommen? Nach diesem Part werde ich dann gucken, ob ich aufgenommen habe. Ich vergesse mal, dass der nicht so weit läuft wie der Große. Rennt, stürmt. Muss halt gerade Frame Skip gegeben. So, immerhin bin ich jetzt weiter als großer Mario. Ui, das war aber gut. Großer Wario meine ich natürlich. Wow. So, jetzt schnell. Hier brauche ich dann nochmal die Kraft. Danke. Ach, brauchen wir drei Herzen? Nee, eigentlich nicht. Haben wir 63 Herzen unten in der Leiste. Aber man muss... Dein Ernst, man muss sich die ersten Herzen... Nee. Gott, ich dachte schon. Man muss es nur richtig... Nein, gerade habe ich es geschafft. So. Jetzt probieren wir es nochmal. Versuch Nummer 2. Komm her. Hüp. 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 So. Hey, es läuft ja halt voll gut. Yay. Münzen sammeln. Das große Sammelfieber. Oh nein. Oh. Nur 151 Münzen. Also nee, ich will jetzt nicht, dass ich mit 75 Münzen ausgehe. Lass mal lieber. Und ich würde sagen, somit beende ich auch gleich mal den ersten Part. Bling. Okay. Dann mit dieser Cupcake oder Mount Teapot, also Berg, Tassen, Meer, Berg, Kaffeekanne, Teekanne, Tee heißt nicht Kaffee. Also mit dem Berg Teekanne und so tschüss bis zum nächsten Part, wo wir uns diesem Hindernis, diesem Berg stellen. Bis zum nächsten Mal.